Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Scholz, was ist das für ein Kanzler? Wie regiert der? Warum ist das so, wie es ist? Warum ist er so, wie er ist? Und ist das eigentlich gut so? Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin Mitglied der Taz-Auslandsredaktion und bei mir sind heute... Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro der Taz zuständig, unter anderem für die SPD. Ja, hallo, Ulrike Herrmann, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro und beschäftige mich auch mit der SPD und dem Kanzleramt und allen Großthemen. Und du warst doch gerade, Anna, direkt unterwegs mit Scholz. Am vergangenen Wochenende war er in Jordanien und in Israel, in der Ostpolitik betrieben. Erzähl mal, weil es so frisch ist jetzt gerade noch. Wie hast du ihn dabei erlebt? Ja, das war eine Reise, die stand ja unter einem ganz schwierigen Stern. Also es ist so, dass die arabische Welt zunehmend irritiert ist über die Haltung Deutschlands zu Israel, nämlich diese unbedingte Solidarität. Gleichzeitig hatte man das Gefühl, dass er in Israel jetzt nicht unbedingt super willkommen ist. Der Zeitplan wurde ständig umgeschmissen und kurz bevor die eigentliche Pressekonferenz stattfinden sollte, mit Netanyahu, also er hat dort einen Benjamin Netanyahu getroffen, verbreitete das Büro des israelischen Premierministers die Nachricht, dass das Pressestatement abgesagt sei. Daraufhin hat Deutschland ein bisschen insistiert und dann fand es doch statt. Die Lage in Gaza ist dramatisch. Laut Zahlen der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde, die aber glaubwürdig sind, beziehungsweise es gibt keine anderen, sind dort inzwischen nahezu 32.000 Menschen gestorben, hauptsächlich Frauen und Kinder, hauptsächlich Zivilisten. Und das droht eine dramatische Hungersnot. Also es ist jetzt schon, dass ein Drittel der Kleinkinder akut unterernährt ist. Also es ist wirklich schlimm. Und zudem hat ja das israelische Kabinett eine Offensive in Rafah gebildet. Das ist das Flüchtlingslager an der Grenze zu Ägypten, wo sich 1,5 Millionen Menschen derzeit aufhalten, schätzungsweise, wo aber auch einer der letzten großen Rückzugsorte der Hamas ist. Und Scholz hat versucht, auf seine vorsichtige Art, Netanyahu von dieser Offensive abzuhalten, allerdings auf seine sehr vorsichtige und abwägende Art. Und man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er groß zu ihm durchgedrungen ist. Man hatte aber auch nicht das Gefühl, dass er das groß erwartet hatte, beziehungsweise dass er nun total niedergeschlagen ist, weil Netanyahu seine Ansinnen abgewehrt hat. Besorgt ist er aber auf jeden Fall, das kann man so sagen. Vielleicht eine Nachfrage dazu auch. Wir wollen ja wirklich auf Scholz. Annalena Baerbock, die Außenministerin von den Grünen, war ja auch mehrfach, auch in letzter Zeit, in Israel, auch in Jordanien, im Libanon, in Ägypten. In der Regierungserklärung von Scholz gestern, Disclaimer, wir zeichnen auf am Donnerstag dieser Woche, am Mittwoch gab es im Bundestag eine Regierungserklärung anlässlich des bevorstehenden EU-Gipfels von Scholz. Da hat er viel zur Außenpolitik geredet. Er hat Annalena Baerbock nicht ein einziges Mal erwähnt. Sie saß auch relativ versteinert auf der Regierungsbank, hatte man den Eindruck. Der einzige Minister, den er noch lobte, war Habeck für Energiesicherung. Hast du das Gefühl, dass die beiden tatsächlich in der Außenpolitik, wo es ja wichtig wäre, an einem Strang ziehen, Baerbock und Scholz? Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass sie das tun. Gleichzeitig wissen wir, dass sie in zwei relevanten Fragen. Einmal die Einschätzung, wie stark muss man auf Israel jetzt einwirken, doch Differenzen bestehen, beziehungsweise Baerbock spricht das schon deutlicher an als Scholz, dass die Lage dort furchtbar ist und dass Israel bitteschön A, mehr humanitäre Hilfe zulassen muss und B, mehr tun muss, um die Zivilbevölkerung zu schützen und drittens auch seine Bodenoffensive in Rafah überdenken soll, beziehungsweise die nicht so wie geplant durchführen soll, also mit großen Verlusten. Und B, in der Frage der Taurus-Lieferung. Da ist es ja ganz klar, dass da ein Dissens besteht. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Abkühlung natürlich auch darauf zurückgeht, also vor allen Dingen auf Letzteres. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, oder beziehungsweise
sehe ich nicht, dass die beiden nicht an einem Strang ziehen würden. Wie seht ihr das? In die Runde gefragt. Du meinst das Verhältnis von Baerbock und Scholz? Von Baerbock und Scholz. Also ich meine, Außenpolitik ist ja immer so ein Punkt. Ne? Du hast eine Außenministerin oder einen Außenminister, der selber Politik macht, aus dem Auswärtigen Amt. Und gleichzeitig ist natürlich immer das wie auch wieder Chefsache, Kanzlersache, Deutschland Außenpolitik. Also ich denke, dass Scholz in der Ukraine-Frage ja außenpolitisch außerordentlich aktiv war als Kanzler, weil seine Initiative war ja, sozusagen das, was man so die Länder des globalen Südens nennt, mit ins Boot zu holen. Also da waren Südafrika, Brasilien, Indonesien. Er hat sich sehr um die bemüht und versucht, denen die westliche Position zum Ukraine-Krieg nahezubringen. Das war eine außerordentlich kluge Initiative, die eben vom Kanzler ausgegangen ist. Und bei Israel habe ich auch den Eindruck, den Anna gerade geschildert hat, dass das Wording von Baerbock da so ein bisschen offensiver ist. Scholz ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend, auch in der Regierungserklärung nochmal. Und da gibt es, finde ich, bei Scholz so ein gewisses, da ist er in so einem etwas selbstverschuldet kniffligen Situation, finde ich, weil also diese treue Schwüre zu Israel, die besonders von Scholz kommen, die schaden im Grunde genommen diesem Projekt, dass er mit der Ukraine und irgendwie eben mit dieser Kommunikation mit Indien und diesen Ländern des globalen Südens gestartet hat. Weil das Image Deutschlands sozusagen als der engste Verbündete Israels, der also sozusagen erst, wenn alle Kritik geübt haben, dann als letzter auch noch kommt und sagt, ja, man sollte mal über einen Waffenstillstand oder eine befristete Waffenruhe nachdenken. Das ist einfach viel zu wenig. Und im Grunde genommen glaube ich, dass Scholz da seine außenpolitische Erfolge aus der in Sachen Ukraine im Grunde genommen selbst gefährdet. Und erfreulich wäre, wenn Scholz da oder die deutsche Politik insgesamt da entschiedener vorgehen würde. Und ich glaube, die Sprache, die Netanjahu versteht, ist eine von Konditionierung. Hast du denn, Ulrike, das Gefühl, also die Frage ist ja, navigiert Scholz durch schwieriges Gelände? Definitiv. Ich meine, er ist Kanzler geworden, danach begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das war was, womit sich ein deutscher Kanzler bis jetzt in der Vergangenheit noch nie hat beschäftigen müssen. Eigentlich hatte man ganz andere Sachen auf der Agenda, da muss man eine Zeitenwende zugunsten des Militärischen ausrufen. Hast du aber das Gefühl, Ulrike, dass Scholz eigentlich in all diesem trotzdem noch sowas wie einen Kompass hat und, wie er es immer sagen würde, besonnen agiert, oder dass er eigentlich überhaupt keinen Kompass hat und auf Sicht fährt und guckt, wie es jetzt gerade opportun ist? Naja, ich glaube, das ist eine Mischung. Also auf der einen Seite fährt er auf Sicht. Ich meine, schon, weil ja ständig Sachen passieren, die man jetzt nicht vorhergesehen hat. Also weder konnte man vorhersehen, dass am 7. Oktober die Hamas Israel überfällt, noch konnte man den Ukraine-Krieg vorhersehen. Also eigentlich diese permanenten Überraschungen führen ja dazu, dass man auf Sicht fahren muss. Auf der anderen Seite ist aber Scholz eben jemand, der vom Ende her denkt, der strategisch denkt, in einer Weise, wie das in Deutschland eigentlich ansonsten nur noch Angela Merkel gemacht hat. Ja, und wenn man jetzt mal sich das bei der Ukraine anguckt, dann ist das halt so, dass er ja da ganz wesentlich gucken muss, dass er seine eigene Parteibasis noch hinter sich hat. Denn ein Großteil der SPD-Wähler ist ja gar nicht für Waffenlieferungen, sondern ganz im Gegenteil. Hat die Idee, die Herr Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, jetzt auch kürzlich im Bundestag geäußert hat, dass es irgendwie gelingen könnte, diesen Konflikt einzufrieren, dass man irgendwie zu einer Friedenslösung mit Putin kommen könnte. Aus meiner Sicht sind das alles komplette Illusionen. Aber Scholz muss ja Wahlen gewinnen, Scholz muss seine Partei zusammenhalten und fährt eine Strategie, die bisher extrem erfolgreich war, eigentlich überraschend erfolgreich. Auf der einen Seite ist Deutschland einer der größten Waffenlieferer an die Ukraine. Gleichzeitig kommt das aber bei den SPD-Wählern gar nicht an, weil die Scholz als jemanden wahrnehmen, der eben immer zögert. Scholz selbst nennt das Besonnenheit. Und sie haben das Gefühl, das ist so eine Art Friedenskanzler, was er ja in gewisser, was er eigentlich überhaupt nicht ist und auch nicht sein kann, weil Putin ja gar keinen Frieden will. Aber der Fakt ist, es stehen 3 Wahlen in Ostdeutschland an. In Ostdeutschland gibt es besonders viele Leute, die eigentlich eine Aussöhnung in Anführungsstrichen mit Russland wollen. Es gibt die Europawahl, ja, und außerdem muss man die Ukraine unterstützen. Und das ist eigentlich
Ist das ein Widerspruch? Das schließt sich gegenseitig aus und es ist erstaunlich, wie Scholz das Unvereinbare dann doch vereinbart. Du hast gerade gesagt, er sei damit außerordentlich erfolgreich. Ich meine, bundesweit steht die SPD wo? Bei 16% oder sowas? Ja. Im Osten bangt sie zum Teil um den Wiedereinzug in die Landtage. Was soll daran bitte erfolgreich sein? Naja, ich würde schon... Nee, erfolgreich meine ich in dem Sinne, dass die Leute gar nicht merken, wie viel Waffen Scholz tatsächlich geliefert hat. Aus der Sicht von Scholz, du hast völlig recht, sie sind jetzt bei den Umfragen irgendwie bei 15-16%, ist das ja nur genauso wie 2021. Ne? Da waren sie auch bei 15% und am Ende war er Kanzler. Nicht? Also das ist für Scholz noch gar keine Nachricht, dass er im Augenblick in den Umfragen weit unten ist, sondern die Wahl entscheidet sich im Herbst 2025. Und seine Idee ist, ich höre auch auf, ich merke schon, dass Stefan unruhig wird, seine Idee ist eben, dass, und ich glaube, da liegt er richtig, dass wenn die Leute kurz vor der Bundestagswahl stehen, ihnen allen klar ist, dass sie jetzt einen Kanzler wählen müssen oder einen Kanzlerkandidaten, der Krise kann. Das alles andere ist völlig egal. Das waren jetzt bisher, war das eine Legislatur der Krisen. Es gab ja auch noch die Corona-Krise, die Gaspreiskrise und so weiter. Und nur wer Krise kann, kann ins Bundeskanzleramt. So, und da ist ja Scholz sozusagen weit und breit der Einzige. Also keiner würde behaupten, dass Merz Krise kann. So, und darauf vertraut Scholz sozusagen auf diesen Effekt. Genau. Stefan? Ja, ich wollte das nochmal so ein bisschen ausmalen. Ich finde, bin mit allem einverstanden, was Ulrike gesagt hat. Aber das ist ein erstaunliches Phänomen, dass Scholz eben ja doch, also Deutschland liefert so viele Waffen an die Ukraine wie das gesamte restliche Europa. Und Scholz hat angekündigt 2004, also die Waffenlieferungen werden verdoppelt an die Ukraine. Das war Doktrin deutscher Politik, niemals Waffen in Spannungsgebiete zu liefern. Das ist noch nicht so lange her. Also es kommt einem so vor, als wäre es letztes Jahrhundert gewesen. Das ist aber erst 2 Jahre her. Also und gleichzeitig hat er eben das Image, so zaudern, vorsichtig, besonnen zu sein. Und das verdankt sich im Grunde genommen einem Unterschied zwischen der Wahrnehmung in dieser Berliner Politblase und dem, was man im Lande so denkt. Also es gibt ja eine Umfrage aktuellerweise, dass also eine knappe Mehrheit überhaupt gegen Waffenlieferungen ist. Und Scholz hat in der, und zwar klugerweise, das spricht auch für das strategische Vermögen von ihm, nach der Zeitenwendenreden, als ihm alle auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, was für ein entschlossener Kanzler gesagt, ich habe aber was vergessen, nämlich die Leute, die Angst haben vor dem Krieg. Und die müssen wir jetzt auch adressieren. Das hat er danach gemacht, das hat ihm dann dieses Zauderer-Image eingetragen. Und also umso mehr Friedrich Merz ihm gestern im Grunde genommen vorgeworfen hat, er sei ein Feigling vor angesichts von Putins Drohung. Das schadet ihm nicht, das nutzt ihm. Und umso irgendwie schriller die Rhetorik von Strack-Zimmermann wird, umso mehr erscheint Scholz als der vernünftige, besondere. Ich glaube nämlich also, nicht. Du redest von Agnes Strack-Zimmermann, von der FDP, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, ganz genau. Und Spitzenkandidaten für die Europa. Ich glaube nämlich nicht, dass die Leute gerne jemanden im Kanzleramt sitzen haben, der also sich dazu Heldenmut aufgerufen fühlt in einer Auseinandersetzung mit einer Atommacht. Und das verkörpert, das hat Scholz nicht erfunden, aber er hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass es jetzt diese Situation gibt. Und die spielt Scholz, und ich glaube, das wird sich, kann sich auch in Wahlen zeigen, auswirken. Ja. Also ihr habt die Lage richtig beschrieben. Und Scholz ist keiner, der sich von Umfragen treiben lässt, beileibe nicht. Aber er macht ja derzeit auch viele Bürgergespräche. Und wenn er im Osten ist, da kommt eigentlich nur zum Beispiel Zustimmung, zumindest zu seiner Ukraine-Politik. Das andere ist für die Leute noch weiter weg, da kommen kaum Fragen. Also er kann sich bestätigt fühlen, einerseits durch die Umfragen, andererseits durch die Bürgergespräche und drittens durch seine Partei, die durch die ein großes Aufatmen ging, als er verkündet hat, als Regierungschef, er werde keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Die Grünen haben das ja mit persönlichen Erklärungen moniert. Das ist vielleicht auch, und FDP-Abgeordnete auch,
Dadurch ist vielleicht auch die Verkühlung in der Ampel zurückzuführen. Es läuft eigentlich ganz gut für ihn. Das merkt man auch, wenn man ihn so trifft. Er wirkt ziemlich entspannt. Er lacht viel, macht Witze und so. Also ich habe ihn selten so entspannt erlebt. Und man kann sagen, aus vielerlei Gründen ist diese Zuversicht auch berechtigt. A, es lief schon mal so. B, er ist mit seinem außenpolitischen Kurs in der Ukraine, hat er den Rückhalt. Auch die Wirtschaft ist, auch wenn sie derzeit schwächelt, wird Ulrike vielleicht gerade was zu sagen, gibt es Aussichten, dass sich das doch bessern könnte, insbesondere wenn die Zinsen wieder sinken. Aber es gibt eine Falle. Und die alles zunichte machen könnte. Und das ist nämlich die Koalition, in der er da ist, die Ampel. Die Ampel hat so ein extrem schlechtes Image. Und sie zeigt gerade auch wieder nicht, dass es irgendwie besser werden könnte, wenn sich da eine parlamentarische Geschäftsführerin und eine Vorsitzende des Verteidigungsausschusses wie die Kesselflicker streiten und einander Böswilligkeit und Appeasement-Politik unterstellen, dann kommt bei den Leuten da kommt bei den Leuten an, ja, meinetwegen, vielleicht kann ja Kanzlerkrise, aber die Ampel kann es nicht. Ist denn nicht, also mir kommt so ein bisschen, auch als ich gestern diese Regierungserklärung gehört habe, hatte ich so einen Eindruck, boah, eigentlich ist ja alles total im Lot. Also das war ja nun eine Erklärung so, alles läuft, Wirtschaft wird besser, hier, das haben wir alles hingekriegt und so weiter, alles super. Ich habe erstens den Eindruck, dass das im Ausland auch ein bisschen anders gesehen wird. Und Scholz ist ja nun nicht nur ein Kanzler, der hier Wahlen gewinnen will, sondern er ist auch der Regierungschef eines der führenden Länder der Europäischen Union, die ja sehr gefordert ist, auch derzeit sowohl wirtschaftlich, aber eben vor allem außenpolitisch durch diese russische Herausforderung. Und da wird das doch ein bisschen anders gesehen. Also das, was er gestern noch versucht hat, wieder so in seiner Art vollkommen unter einen Hut zu kriegen, nämlich ganz starke Worte. Und wir sind entschlossen an der Seite der Ukraine und wir werden nicht zulassen, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Und wenn er denkt, wir schwächeln über die Zeit, hat er sich verrechnet. Gleichzeitig aber, wir liefern keine Taurus, wir wollen nicht kriegsbeteiligt sein, sind ganz vorsichtig und so weiter. Das wird in Deutschland, vielleicht trifft das so diesen Nerv, die ihr es gerade beide beschrieben habt. Im Ausland wird das doch ein bisschen komisch angeguckt. Dann hast du noch das Taurus-Leak dazu. Und die Streitereien innerhalb der Ampel, wo dann schon aus anderen Ländern Europas auf Deutschland geguckt wurde und gesagt, was machen die da eigentlich? Ich würde sagen, das ist Tagespolitik. Also das richtig ist, das ist fundamental, die Uneinigkeit in der Ampel. Das ist eben ein Lagerwechsel gewesen. Die FDP hat das Lager gewechselt. Es gab sehr viele Analysen, dass es gar keine Lager mehr gibt. Kaum hat man so eine Regierung, erkennt man, es gibt sehr wohl noch diese Lager. Und die FDP ist wirklich, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ein echter Problemfall, weil sie im Grunde genommen noch immer nicht weiß, ob sie regieren will oder ob sie Opposition in der Regierung sein will. Und das ist natürlich schwierig, mit so einer Partei zu regieren. Dazu kommt noch eine spezifische Kultur in Deutschland, die so das einfach nicht kennt, also Auseinandersetzung in der Regierung. Man war ja so 16 Jahre Merkel gewohnt, ja. Da war ja immer alles immer friedlich und nicht die ganze Zeit, aber meistens. Und diese Art von Spannungen, die meiner Ansicht nach zusammenhängen mit einer fundamentalen Veränderung des Parteiensystems, die passt, da muss sich Deutschland erst dran gewöhnen. Und also das ist wirklich ein Problem. Das andere, das ist irgendwie Hakeleien. Frau Strack-Zimmermann ist ja nun hat ja so eine robuste Ansprache und auch Deutlichkeit. Und dass es da mal rumpelt, das würde ich so nicht so überbewerten. Seht ihr das genauso? Nö, ich finde, das sind mehr als Hakeleien. Also ich glaube, dass man sich streitet, ist das eine. Das andere ist, dass Kompromisse, die einmal verkündet werden, Stunden später wieder aufgekündigt werden. Das verunsichert und irritiert. Und ich glaube, das ist nichts, woran man sich gewöhnen kann oder sollte. Also das schwächt ja auch Deutsche, also das macht ja auch außenpolitisch keinen guten Eindruck. Nehmen wir mal Europa. German Vote ist mittlerweile ein geflügeltes Wort. Also Deutschland enthält sich einfach bei wichtigen Sachen, zum Beispiel Lieferkettengesetz. Wegen der FDP, ne? Ja, aber sagt erst zu, verhandelt mit und um sich dann am Schluss zu sagen. Genau, sagt zu, verhandelt mit, ist die ganze Zeit involviert und in letzter Sekunde, ach nee, doch nicht. Wir haben so grundsätzliche Bedenken. Die konnten wir bisher nicht so öffentlich machen, aber jetzt machen wir sie mal öffentlich. Ja, das ist die FDP, das ist natürlich aber auch die Aufgabe des Regierungschefs, diese Koalition dann entsprechend zusammenzuhalten. Und ich würde sagen, kann man sagen, ist alles die Schuld von Christian Lindner, aber das wird so nicht aufgehen.
Wäre die, also Ulrike zuckt auch schon, frage ich dich auch, wäre diese Koalition durch einen anderen Kanzler, der eine andere Art von politischer Kommunikation, Abwägung, auch Rhetorik pflegt, besser geführt als durch Olaf Scholz? Nee, ich glaube, es ist genau andersrum. Nur Olaf Scholz kann diese Ampel überhaupt führen. Ich meine, es ist eigentlich ja sensationell, dass diese Ampel 2,5 Jahre schon durchhält. Denn das hat es ja bisher nie gegeben, dass man 3 wirklich eigenständige Parteien in einer Koalition auf Bundesebene vereinigt. Also ich meine, die Große Koalition war offiziell auch eine Koalition aus 3 Parteien, weil die CSU ja offiziell eine eigenständige Partei ist. Aber das ist natürlich was völlig anderes, denn faktisch ist sie ja eine Variante der CDU. So, und was bei Scholz auffällt, ist eben, dass er von hinten führt. Also er stellt sich niemals vorne an die Rampe, vorne an die Bühne und macht irgendwelche Ansagen, so wie Schröder, nicht? So der Basta-Kanzler, sondern ganz im Gegenteil. Es wird hinter den Kulissen verhandelt, bis ein Kompromiss steht. Es ist ihm ganz wichtig, dass keiner seiner Koalitionspartner jemals das Gesicht verliert. Das ist, glaube ich, sein oberstes Credo. Das gilt übrigens nicht nur in Deutschland, sondern das gilt für ihn auch in Europa. Also da gab es immer wieder, das ist heute jetzt nicht das Thema, aber immer wieder Szenen, wo es ihm ganz wichtig war, dass zum Beispiel Italien, das ja in der Eurozone ein eher schwaches Mitglied ist, dass die nicht düpiert werden, dass die nicht bloßgestellt werden. Das so. Und das zahlt sich aus. Also mein Eindruck ist, dass das Standing von Scholz auch im Ausland enorm ist, dass er sehr anerkannt ist, eben genau weil er erstens verhandeln kann und zweitens strategisch denken kann und drittens sich niemals auf Kosten von anderen profiliert. Und diese Fähigkeit, die er da auch als Kanzler zeigt, ist die Bedingung dafür, dass die Ampel überhaupt funktioniert. Und gerade von der FDP ist er ja bereit, sehr viel einzustecken, was einfach daran liegt, dass Scholz weiß, dass seine einzige Chance, wieder Kanzler zu werden, daran hängt, dass die FDP wieder in den Bundestag kommt. Danach sieht es ehrlich gesagt im Augenblick nicht aus. Die FDP ist in den Umfragen irgendwie bei zwischen 4% und 6%, tendenziell aber eher unter 5%. Und was es ja nicht geben wird, ist eine Zweitstimmenkampagne der CDU. Das hat die FDP früher öfters gerettet. Diesmal wird es das nicht geben. So, und wenn die FDP rausfliegt, dann ist auch Scholz nicht mehr Kanzler, weil dann ist irgendwie nicht zu erkennen, wo die Mehrheiten herkommen sollen. Du sagst, die Ampel funktioniert dank Scholz. Ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen sieht das aber anders. Die Ampel funktioniert ihrer Meinung nach nämlich nicht. Also das Ansehen der Regierung ist denkbar schlecht. Und so sehr ich dich unterstütze in dem, was du sagst, wenn du sagst, er führt nach hinten, er profiliert sich nicht auf Kosten anderer, das mag für ihn zutreffen, für seine Partei hat das nur bedingt zugetroffen. Und für die Strategie, die die SPD in dieser Partei gefahren hat, und ist Scholz nicht Parteivorsitzender, aber das Kanzleramt mischt ja trotzdem mit in entscheidender Weise. Und die Strategie war doch in den ersten 1,5 Jahren, lass Grüne und FDP sich mal ordentlich streiten. Am Ende kommt es uns zugute, weil die Menschen nehmen dann sozusagen diese streitenden kleinen Parteien wahr, die wenig Regierungserfahrung haben. Und die SPD kommt dann immer so als die Erwachsene und schlichtet diesen Streit. Aber davon hat die SPD überhaupt nicht profitiert. Also diese Strategie, Streit zuzulassen bis zu einem Grad, wo man schließlich eingreifen muss, ist nicht aufgegangen. Ich glaube, da braucht Scholz, da braucht das Kanzleramt einen Strategiewechsel. Also das ist nicht gut, wenn in unsicheren Zeiten die Verantwortlichen sich darüber streiten, wo soll es denn eigentlich lang gehen. Das verunsichert die Leute, die ja eigentlich auf diesem Weg auch eine gewisse Führung erwarten. Ich sehe das anders, Anna. Ich glaube, dass das bundesdeutsche System eigentlich das nicht zulässt. Also es gibt zwar die Richtlinienkompetenz, die der Kanzler hat, aber es gibt aber sehr autonome Minister. Und so dieses System, deutsche System von Checks and Balances ist eben anders als in Frankreich, in Großbritannien oder in den USA. Und das realisiert Scholz. Also Scholz, er weiß also, wo sozusagen seine Grenzen sind. Und das ist wie bei Merkel, Macht durch Moderation. Eine andere Macht hat er im Prinzip nicht. Beziehungsweise er hat sie an ein paar Punkten, meiner Ansicht nach, an entscheidenden, richtigen Punkten genutzt.
bei der Zeitenwende. Das war sozusagen, das ist ja im Kanzleramt mit Lindner und Habeck, aber vor allem im Kanzleramt entstanden. Und das war natürlich ein echter Coup. Und das war auch Entschlossenheit und Führung. Das kann man nicht anders bezeichnen. Und in der Taurus-Frage ist eben der Meinung, dass das zu weitgehend, dass die deutsche Involvierung in den Ukraine-Krieg damit zu weitgehend wäre. Und dann hat er eben entschlossen, ich bin Kanzler und sage, dass das wird nicht geliefert. Also da ist ja bei so ein paar Punkten, oder der dritte Punkt war dieser AKW-Streit, wo sich Habeck und Lindner so gar nicht einigen konnten und er dann diesen Brief geschrieben hat. Das heißt also, das Bild von Scholz, was es gibt, da gebe ich dir recht, Anna, als führungsschwach, das liegt meiner Ansicht nach an einer falschen Erwartungshaltung des Publikums an den Kanzler, der sozusagen der große Macher und so weiter. Aber er ist eben nicht irgendwie, er hat eben nicht die Macht, die ein französischer Präsident hat oder ein britischer Premierminister. Und in diesem Rahmen, in dem er sich bewegt, macht Scholz das klug, weil er nichts versucht, woran er scheitert. Ja, ich wollte jetzt nur noch mal auf dieses Beispiel eingehen, das eben Stefan gebracht hat. Dieser Brief in Sachen AKW-Verlängerung, den Scholz geschrieben hat. Das Interessante ist ja, diesen scheinbaren Machtbrief hat Scholz ja erst geschrieben, als sich Habeck und Lindner so verhakt hatten, dass sie dankbar waren für ein Machtwort des Kanzlers. Also auch da war es so, die beiden wurden nicht vor den Kopf gestoßen, sie wurden nicht bloßgestellt, sondern ganz im Gegenteil, das war für beide der einzige Weg, dass der Kanzler jetzt eingreift, um aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Und das zeigt ganz klar, wie dieser Führungsstil von Scholz funktioniert. Was ich meinte, war nicht, dass Scholz derjenige ist, der vorangeht, sondern dass die Ampel diejenige ist, die vorangeht. Und dass das in entscheidenden Fragen eben nicht gelingt. Ich glaube, ein Super-GAU war eben Heizungsgesetz. Ne? Also den Leuten wird gesagt, wir müssen jetzt mal wirklich was tun, um unsere Gesellschaft klimaneutral zu machen. Und dann kommt so ein Gesetz und man hat jetzt auch nicht, beziehungsweise der Entwurf, der geleakt wurde. Und man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Scholz viel getan hätte, um sich schützend vor Habeck und dessen Staatssekretär zu stellen. Sondern er hat das erstmal laufen lassen, weil er wohl insgeheim der Ansicht war, ja, das könnte, wenn die Grünen mal einen Dämpfer bekommen, dann ist das gut für uns. Also da spielen parteipolitische Erwägungen, glaube ich, auch noch eine Rolle. Und was du gesagt hast, Stefan, er versucht nichts, woran er scheitert. Doch, er ist ja gescheitert. Und zwar mit diesem Klimasondertopf, das war ja seine, das war ja seine Idee. Na, das war die Idee der Ampel. Das war die Idee der Ampel. Ja, das war ganz wesentlich eine Idee aus dem Finanzministerium. Also da muss ich ja sagen, das war sein Coup, um zu sagen, wir machen Schulden, ohne Schulden zu machen. Und das ist der Schmierstoff für den Zusammenhalt der Ampel. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, der ihm und der Ampel einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie gesagt haben, diese Schulden sind zum Teil illegal, ihr dürft es so nicht machen. Und das hat die Ampel in ganz extreme Finanznöte gebracht. Mhm. Und diese Finanznöte haben sich ja im Haushalt für dieses Jahr offenbart und die werden sich im Haushalt für nächstes Jahr noch viel deutlicher offenbaren. Und das birgt richtig viel Konfliktpotenzial. Und für Scholz, der immer so als derjenige galt, der einen Plan hat, der weiß, wo es lang geht, der immer alles vom Ende durchdenkt und dann seinen Weg geht, war das ein ganz schwerer Dämpfer, weil die Leute plötzlich das Gefühl hatten, okay, der weiß auch nicht was alles, dem können wir vielleicht doch nicht so vertrauen, beziehungsweise der scheitert eben auch. Ja, wer konnte denn das ahnen, dass das Bundesverfassungsgericht so irre ist? Es gab totale Warnungen aus den Ländern. Länder, die haben es anders gemacht. Das haben wir hier schon ein paar Mal diskutiert. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Und ob das nicht ein Pyrrhus-Sieg für die Union war, das wird sich auch noch erweisen. Ich würde gerne mal eine Frage aufwerfen, die mir nochmal aufkam bei etwas, was Anna jetzt vor ein paar Minuten schon gesagt hat, nämlich Scholz ist nicht Parteivorsitzender. Der ist, glaube ich, der erste SPD-Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, der nicht Parteivorsitzender ist zu Zeiten seiner Kanzlerschaft. Helmut Schmidt war das, Willy Brandt war das, Gerd Schröder war das. Schröder war es teilweise. Dann wurde es ja Müntefering, ja. Ja, da gab es dann einen Wechsel. Jetzt scheint es ja, ist ja seit ein paar Jahren ein Konzept bei der SPD, das zu trennen. Mhm. Also Kanzlerkandidatur, man konnte ja noch nicht unbedingt wissen, dass man Kanzler wird tatsächlich, und Parteivorsitz. Ist das etwas, was im Moment für ihn einzahlt, was es ihm leichter macht, oder ist es eigentlich eher eine Bürde?
Was meinst du, Anna? Ich finde, das zahlt total ein. Also das war das Klügste, was die SPD machen konnte, beziehungsweise es war ja ungewollt so. Er wollte ja Parteivorsitzender werden und ist dann gescheitert. Mhm. Er wurde ja nicht gewählt und stattdessen wurden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewählt. Er war mit Clara Geiwitz zusammen angetreten. Aber das war im Nachhinein super, weil es gibt ihm die Beinfreiheit, die er braucht. Und gleichzeitig hat er eine Partei hinter sich, die 100% hinter ihm steht zurzeit. Mhm. Ein Fall, wo das nicht so ist, beziehungsweise ein Fall, wo diese Einheit von Parteivorsitz und Amt gerade gewaltig schief geht, ist ja die FDP. Christian Lindner agiert mal als Finanzminister einer Ampel und mal als Parteivorsitzender. Und als Parteivorsitzender muss er sagen, die Schuldenbremse, die ist sakrosant. Da wollen wir auf keinen Fall ran. Das haben wir so vereinbart. Das ist quasi FDP-Doktrin. Und als Finanzminister müsste er eigentlich sagen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir einen Weg finden, wie Deutschland mehr Kredite für Investitionen aufnehmen kann. Ich würde das unterstützen, auch von der anderen Seite, also von Seiten der SPD. Ist es ein Glück, dass Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender ist? Weil das Problem der SPD in den letzten Regierungen, insbesondere in den großen Koalitionen, war ja, dass sie verschwunden ist. Also die SPD als Partei ist verschwunden in der Regierung, in der Ministerialbürokratie und hatte dann, wenn Wahlen anstanden, das war ja das Schockierende bei Martin Schulz, überhaupt nichts vorbereitet, was man jetzt eigentlich will. Und diese Abhängigkeit der Partei von der Fraktion und von den Ministern, die ist natürlich wesentlich geringer, wenn eben der Kanzler nicht Parteivorsitzender ist. Das heißt, auch die Partei hat mehr Beinfreiheit. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, dass die SPD überhaupt sich Hoffnung machen kann, bei den nächsten Bundestagswahlen zu bestehen. Meint ihr denn... Also ich finde schon, dass es ein bisschen auffällt, dass du so bei der FDP hast du immer schon vor der Regierung, jetzt in der Regierung, den Lindner ganz vorne als derjenige, der die Partei verkörpert, für sie steht, nach vorne prescht und so weiter. Bei der CDU hat Merz sehr, sehr kurz, nachdem er dann drankam, sich praktisch sämtliche Machtpositionen an sich gerissen, den Fraktionsvorsitz übernommen gegen den Willen seines Vorgängers und so weiter und so fort. Auch ich bin die starke Figur. Bei den Grünen ist es traditionell schon immer ein kleines bisschen anders gewesen, aber da hast du auch eigentlich zwei Figuren, die ganz klar im Vordergrund stehen. Und bei der SPD verwabert das so ein bisschen, ne? Weil du hast eben den Parteivorsitz einerseits, du hast Leute wie Lars Klingbeil dazu, du hast Scholz andererseits, du hast verschiedene starke andere Minister. Ist das zeitgemäß und gut oder ist das eher ein Problem, Ulrike? Also ich finde, es ist bei der SPD kein Problem, weil Klingbeil ja sehr loyal gegenüber Scholz ist und eigentlich agiert, als wäre er gar nicht der Parteivorsitzende, sondern der Generalsekretär. Dadurch hat die SPD durch diese Konstruktion tatsächlich eine Menge an Optionen. Also falls es mal zu schweren Krisen kommt, könnte die Partei sich anders aufstellen als der Kanzler. Also gar nicht, um den zu demontieren, sondern um die Parteibasis bei der Stange zu halten. Aber wenn man, solange das nicht nötig ist, kann man da sozusagen im Konvoi segeln. Und das ist ja das, was Klingbeil macht. Wenn jetzt jemand anderes Parteivorsitzender wäre, der jetzt also so wie früher Lafontaine und Schröder, nicht, die beide gar nicht an einem Strang ziehen, dann wäre das der Untergang der SPD. Aber so ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich gut. Und das, was Anna erzählt hat über das Finanzministerium und den Parteivorsitz von Lindner, das stimmt ja ganz genau. Für die FDP wäre es besser, wenn da ein anderer Parteivorsitzender wäre. Weil sie dann nicht alle Konflikte immer über die Regierung spielen müssten. Das machen sie ja im Augenblick, immer Opposition in der Regierung. Sondern dann könnten sie ja, Lindner macht was und der Parteivorsitzende der FDP erzählt irgendwie das Gegenteil. Dann hätte man alles markiert, aber man würde nicht als Regierungspartei so wirken, als wolle man gar nicht regieren. Das ist ja der Grund, warum die FDP jetzt bei 5% ist, weil sie ihre Rolle völlig falsch interpretiert. Nicht? Opposition in der Regierung will kein Mensch. Die Wähler in Deutschland wollen Regierungsparteien, die regieren. Ich wollte noch ein Beispiel nennen, wo das bei der SPD gut funktioniert hat. Also Lars Klingbeil und Saskia Esken sind ja beide Parteivorsitzende und haben damals, als die Energiepreise so in die Höhe schossen, hat die Partei sehr stark für diese Preisbremsen votiert und hat Scholz das auch mit auf den Weg gegeben. Du musst für diese, du musst diese Preisbremsen durchsetzen. Und die Regierung, also Scholz stand damals noch hinter diesem Habeck-Vorschlag, nee, wir brauchen eigentlich eine Umlage, die Verbraucherinnen sollen das bezahlen. Also, schließlich
Dadurch sind aber die Preisbremsen gekommen. Und jetzt hat selbst der IWF der Politik ausgestellt, dass sie genau richtig gehandelt hat. Mhm. Sie hat nämlich mit diesen Preisbremsen tatsächlich es geschafft, die Menschen zu entlasten, die Inflation zu dämpfen. Es gibt so Simulationen, wonach die Inflation 14 statt, wie viel war es in der Eurozone, 10, beziehungsweise in Deutschland ja auch fast 10% betragen hätte. Also das war gut in der derzeitigen, in dieser Lage, dass die Partei da eben Treiber sein konnte und dezidiert eine andere Position vertreten konnte als der Kanzler. Willst du ergänzen? Nö, alles bestens. Ich bin einverstanden. Vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen grundsätzlicher auf dieses Modell Kanzler. Stefan hatte ja vorhin die Richtlinienkompetenz, die grundsätzlich beim Kanzler liegt, per se, in jeder Koalition. Und ihr habt es ja vorhin auch erwähnt, es ist das erste Mal, dass tatsächlich eine Koalition aus drei wirklich unterschiedlichen eigenständigen Parteien regiert. Es wird aber beileibe nicht das letzte Mal sein, so wie das aussieht, so wie sich die Parteienlandschaft in der Bundesrepublik entwickelt hat, zu immer mehr Parteien mit immer weniger oder immer weiter entfernt jede einzelne Partei von einer auch nur theoretischen Möglichkeit auf eine Alleinregierung, auf eine absolute Mehrheit oder ähnliches. Also die Zeit der 40% plus Parteien ist ja irgendwie, scheint wirklich zuverlässig vorbei zu sein. Und das heißt doch, wenn du im Zweifelsfalle immer Koalitionen hast, die ja sich vielleicht gerade noch auf ein Regierungsprogramm einigen können, aber wirklich nicht in allen Punkten, die vielleicht wichtig wären, an einem Strang ziehen, ist dann nicht diese Figur eines Kanzlers auch notgedrungen weg von dem großen Visionär, der die großen Linien vorgibt, hin zu einem Moderator, der vor allem ein richtig guter Kommunikator auch nach innen ist? Ja, da ist, würde ich sagen, die Frage ist die Antwort. Ja, genau so ist es. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte, dass du widersprichst. Die Frage ist ja, wie funktioniert politische Kompromissbildung? Und in den Volksparteien war es eben so, dass die in den Parteien selbst schon, das waren ja Kompromissmaschinen. Ja, das ist ja das Wesen von Volksparteien. Und wenn du jetzt eben mehr so Klientelparteien hast in der Regierung, die bestimmte Forderungen an ihre Wählerschaft adressieren, dann muss notgedrungen die Kompromissbildung in der Regierung stattfinden. Und das rumpelt natürlich und knallt und gibt mehr, viel mehr Widersprüche als früher. Und das erleben wir ja heute. Und ich glaube, das wird das Modell für die Zukunft sein. Und ich meine, wenn man jetzt noch mal ganz kurz über die deutsche Grenze hinausschaut, jetzt die Niederlande zum Beispiel, wo es immer schon eine andere politische Kultur gab, aber dass da jetzt ernsthaft darüber nachgedacht wird, quasi eine außerparlamentarische Regierung zu bilden, ja, weil man sonst gar keine Regierung hinkriegt, das ist ja auch wiederum ein Indiz genau für diese Tendenz, dass du wirklich kreative, ungewöhnliche Ideen und Praxen brauchst, um in solchen unübersichtlichen politischen Landschaften überhaupt eine funktionsfähige Regierung hinzukriegen. Und da ist Deutschland, ist ja so ein konservatives Modell, ja, also im Vergleich zum europäischen Vergleich, aber auch in Deutschland ist es jetzt angekommen und die Ampel und das der Zoff, den es da gewissermaßen institutionalisiert gibt, das ist, glaube ich, der Beginn der Zukunft. Mhm. Ich glaube auch, man kann ja auch nach Israel gucken. Da gibt es 12 Parteien, 6 sind in der Regierung, 6 sind in der Opposition. Also es wird unübersichtlicher. Und diese lagerübergreifenden Bündnisse werden wahrscheinlich auch häufiger sein. In den Ländern sieht man sie ja schon überall. Und es ist auch mit deutlichen Schwierigkeiten verbunden. Gucken wir mal nach Thüringen, wo Rot-Rot-Grün mit Unterstützung der Union, der CDU regiert. Es gibt ja keine CSU in Thüringen. Und wo total unklar ist, wie die nächste Regierung aussieht. Und man kann da viel Fantasie gerade reinstecken, wie das sein könnte. Das Problem an solchen Modellen oder das grundsätzliche Problem ist, dass politische Prozesse dadurch immer langsamer werden, während gleichzeitig Entscheidungen gerade jetzt immer schneller gefällt werden müssen, also in diesen Krisensituationen. Und das ist ein Dilemma, wo mir gerade die Antwort fehlt, wie ein Staatschef agieren müsste, um das aufzulösen. Ulrike? Ja, also ich glaube, das ist jetzt, also ich teile vieles, was Anna gesagt hat, aber ich glaube, dass diese Idee, eine Ampel ist besonders langsam, wenn man schnelle Entscheidungen braucht, die ist falsch. Weil das haben wir ja gesehen. Also da haben wir mit der Ampel Zeitenwenden gehabt, innerhalb von einem Tag so ungefähr. Also es ist eigentlich anders. In dem Moment, wo es eine echte Krise gibt und einen echten Entscheidungsdruck, war diese Ampel eigentlich auch erfolgreich und hat innerhalb kürzester Zeit zwingende Entscheidungen getroffen. Also ob das jetzt
bei Corona noch war oder Ukraine-Krise oder so weiter. Also wenn es Druck von außen gibt, läuft es. Ist es eigentlich andersrum? Wenn der Druck von außen irgendwie nachlässt und man dann mal eigene Projekte, ich sage, kam ja schon Wärmepumpe oder so, dann anfängt durchzusetzen. Ne? Da wird es dann heikel, weil dann haben ja alle Zeit und Spaß, jetzt nochmal zu überlegen, was sie finden und ob sie diesen Kompromiss mögen, ja oder nein. Und ja, also was ich aber, ich würde zum Abschluss nochmal sagen, etwas, was Anna schon vor langer Zeit eingeworfen hat und was wirklich richtig ist. Also das Hauptproblem für diese Ampel wird tatsächlich die Schuldenbremse sein. Also wenn man zu wenig Geld hat, kann eine Regierung eigentlich nur scheitern. Und man hat zu wenig Geld, weil die Ukraine-Krise ja tatsächlich Kosten verursacht, auch beispielsweise für die 1 Million Ukrainer, die hier sind, finde ich, das muss ich absolut deutlich sagen, richtig, dass wir die ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen haben, aber die kosten natürlich Geld. Und das sind Zusatzposten, die kann man nicht einfach aus der Bordkasse stemmen und dafür bräuchte man Kredite. So, und wenn man die nicht hat und dann anfängt, woanders zu sparen, also der Agrardiesel ist ja dafür ein berühmtes Beispiel, dann hat man natürlich Unmut oder man kann Projekte nicht umsetzen, die eigentlich nötig wären. Oder man muss eben die Investitionen in die Klimawende finanzieren aus den CO2-Abgaben, was dann dazu führt, dass man das Energiegeld nicht einführen kann, was dann dazu führt, dass die unteren Haushalte besonders stark belastet werden und so weiter und so fort. Das heißt, das Hauptproblem tatsächlich, würde ich sagen, ist die Schuldenbremse. Ja, das ist richtig und ich finde auch, dass das, also Scholz versucht, die FDP zu retten, ja, das, und mit der FDP die nächste Koalition zu bilden. Da ist natürlich ein echter Pferdefuß, weil man kann die Schuldenbremse natürlich eher reformieren mit der Union als mit der FDP. Ja. Aber auch erst nach der nächsten Wahl. Also natürlich erst nach der nächsten Wahl, aber sozusagen dieses Konzept von Scholz, das ist ja sozusagen, er hat ja gesagt, die Ampel, das ist jetzt nicht nur für eine Legislatur, sondern es soll weitergehen. Und das Problem ist aber mit der FDP nicht lösbar. Und das ist ein Riesenproblem für sein politisches Konzept. Mhm. Also du hast natürlich recht, in akuten Krisen, da ist die Regierung schnell handlungsfähig gewesen, so als als Schockreaktion auf ein Ereignis. Allerdings, wenn man sich anguckt, was zurzeit alles festhängt, ja, also Demokratiefördergesetz, Wachstumschancengesetz, ewig in der Pipeline, Mietrechtsnovelle und so weiter, dann kann man schon sagen, da wären eigentlich auch schnelle Entscheidungen nötig, die kommen aber nicht. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Auflösung beim Wachstumschancengesetz. Ja, aber da muss man jetzt sagen, das Wachstumschancengesetz, das ist ja so eine Art Subventionierung für die Unternehmen. Das hängt aber nicht an der Ampel fest, sondern das hängt fest an der CDU im Bundesrat. Also dafür kann die Ampel jetzt nichts, sondern das ist aber ein wichtiges Phänomen, das wir eigentlich auch noch ansprechen müssten. Nicht? Wir haben ja nicht nur eine Ampel, sondern traditionellerweise haben wir in Deutschland das Phänomen, dass die Mehrheit der Bundesländer immer von der Partei regiert wird, die im Bundestag in der Opposition ist. Das heißt, wir haben in Deutschland sowieso immer eine Allparteienregierung. Das nennt sich auch hübsch Konsensdemokratie. Und immer müssen alle mitmachen an allem, damit überhaupt was zustande kommt. Und das hat natürlich auch seine Vorteile. Also das führt zu dieser Stabilität, die man in Deutschland dann doch beobachten kann, weil ja am Ende haben ja alle irgendwie mitgemacht. Aber das führt natürlich auch zu endlosen Schleifen. Es kann doch aber auch zum Aufstieg von so Rändern wie der AfD führen, gerade wenn man sagt Konsensdemokratie aller, wie die AfD sagen würde, Altparteien, egal wo sie jetzt sitzen, ob in der Bundesregierung oder in den Landesregierungen und einigen sich immer auf irgendwas und machen dann auch noch etwas. Ich habe in der Vorbereitung, jetzt muss ich ihn doch einmal zitieren oder zumindest erwähnen, ein Porträt von Bernd Ulrich aus der Zeit gelesen, vor 2 Wochen her oder sowas, über Scholz. Und er schrieb dass Scholz' Masche sei so, eine Zeitenwende zu verkünden und zu behaupten, das würde keinerlei Zumutung für die Bürger, wir würden das alles irgendwie ausgleichen können mit Wumsen, Doppelwumsen, Bazookas etc. pp. Das stimmt natürlich auf lange Sicht nicht und das weiß eigentlich auch jeder, aber es wird nicht gesagt. Und wenn man dann sich anguckt, politische Kommunikation, wie funktioniert es, wie wird Scholz als politischer Kommunikator auch wahrgenommen? Also vielleicht die Besonderheit einer Taunusfrage,
Besonnenheit seiner Formulierung. In der Taunusfrage bringt ihm vielleicht bei einer Mehrheit ein paar Pluspunkte ein. In zig anderen Punkten hörst du ja, wo ist denn eigentlich Scholz hin und was macht er eigentlich beruflich heute so? Weil genau diese Führungsfähigkeit irgendwie ihm überhaupt nicht gesehen wird, sondern andere preschen vor, preschen zurück, streiten sich und so weiter. Und Scholz kommt dann Monate später und so, irgendwie haben wir es geklärt. Das ist, finde ich, für mich ist das eine Frage, wenn wir denn sagen, und wir werden in diesem Jahr, wir haben darüber schon oft geredet, werden es in diesem Jahr angesichts der Ostwahl noch häufig tun, wenn sich da eine Partei wie die AfD anschickt, eine Alternative zur gesamten Parteiendemokratie darstellen zu wollen und du dann so eine Konsensdemokratie bis hin zur vollkommenen Langeweile in der Kommunikation, für die eben Scholz auch steht, so als Erfolgsmodell verkaufst, kann das nicht fürchterlich in die Hose gehen? Stefan schüttelt ganz heftig. Ich finde, Langeweile ist kein Kriterium, also für einen Kanzler. Kanzler sind keine Unterhaltungskünstler. Und wenn sie das wären, dann hätten wir eine vollkommen politische Kultur, ich weiß nicht, es gibt ja dann Beppe Grillo oder so, ja. Also das passt überhaupt nicht nach Deutschland. Und dass Merkel, Angela Merkel war als Kanzlerin auch nicht so eine Humorkanone oder Unterhaltungskanone. Also das ist, glaube ich, so eine infotainment-mäßige Herangehensweise, die, glaube ich, nicht den Kern trifft. Deine Frage war so ein bisschen, ist Scholz schuld am Aufstieg der AfD? Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, nein, eher im Gegenteil. Also weil es gibt ja, also, und zwar in Bezug auf den Ukraine-Krieg, würde ich das sagen. Weil, wie gesagt, Scholz da, ja, das haben wir ja am Anfang schon besprochen, im Grunde genommen einen spektakulären Balanceakt hinbekommt. Auf der einen Seite eben doch mit massiv die Ukraine zu unterstützen, auf der anderen Seite in Deutschland gesehen zu werden als jemand, der dafür Vorsicht und so weiter. Also was hätten wir für eine innenpolitische Situation, wenn hier Annalena Baerbock oder Friedrich Merz im Kanzleramt wären, die also permanent gewissermaßen mit so einer sehr moralisch aufgeladenen Rhetorik für und Opfer bringen und weiß der Kuckuck. Das wäre sozusagen ein wirkliches Programm oder eine Rhetorik, die der AfD und diesem Gefühl, wir werden an was reingezogen, wo wir gar nicht rein wollen, Vorschub leisten würde. Und da spielt Scholz nach meiner Deutung eine unglaublich produktive Rolle, die auf der einen Seite, also die Leute, die Angst haben, mitnimmt, auf der anderen Seite aber eben garantiert, dass eine langfristige Hilfe, und darauf kommt es, eine langfristige Unterstützung der Ukraine möglich ist. Ja, ich möchte mal kurz Einspruch erheben. Also diese unglaublich produktive Rolle und dass Scholz im Gegenteil die AfD noch klein gehalten hätte. Ich meine, die steht bei wie viel vor der SPD in den Umfragen, also so 18% oder so hinter der Union. Das wage ich mal zu bezweifeln. Natürlich ist die Performance der Ampel, die er anführt, auch mit dafür verantwortlich, dass die AfD so gut dasteht und dass bei den Bauernprotesten dezidiert auch Schilder hochgehalten werden, weg mit dieser Hampel-Pampel-Regierung und Schlimmeres und so weiter. Das zahlt natürlich bei der AfD ein. Lass mich mal kurz zu Ende sagen. Und ich gebe dir aber recht, dass es in dieser Situation eigentlich einen guten Kommunikator braucht. Und genau das ist ja Scholz' Defizit. Er kann eben nicht gut nach außen kommunizieren. Nach innen möchte ich gar nicht mal so sagen. Er ist ja immer da bei den ganzen Parteigremien. Aber die Kommunikation nach außen, die hat auf jeden Fall eklatante Defizite. Und dass er das auch erkannt hat, das zeigt ja, dass er jetzt viel mehr rausgeht, dass er viel mehr kommuniziert, dass er jetzt sogar versucht, TikTok zu machen. Also es wird demnächst einen tanzenden Kanzler geben. Wir sind alle gespannt. Aber schon kommen die Verbotsforderungen. Natürlich muss er daran arbeiten. Und natürlich ist das ein Defizit. Ulrike, wolltest du das ergänzen? Nö, also ich das mit der Kommunikation von Scholz, das fasziniert mich, weil wenn man dann ihn hört, die Reden, Scholz im Podcast oder was immer, das ist oft so hölzern und auch so umständlich, dass man sich wirklich wundert, weil das hat in dem Sinne oder erkennbar keine strategische Funktion, dass das alles derartig umständlich sagt.
Und da muss man dann wirklich den Eindruck gewinnen, dass er tatsächlich nicht gut reden kann. Also das geht übrigens weit über das hinaus, was man bei Merkel feststellen konnte. Bei Merkel war es so, dass sie als Rednerin auf Parteitagen war sie jetzt nicht gut. Aber Merkel im kleinen Kreis war die Bombe. Keiner ist so lustig wie Merkel. Die ist wahnsinnig schlagfertig, wahnsinnig schnell im Kopf. Und da haben sich alle immer gekringelt. Und das ist natürlich bei Scholz gar nicht so. Der hat auch durchaus Humor, aber diese eigentlich Formulierungskraft, die Merkel hat, die kann ja auch andere Leute nachmachen, nicht? Das ist ja auch der Wahnsinn. Das fehlt Scholz alles komplett. Ja, ich würde auch sagen, also er sucht im Grunde, also mein Eindruck ist, also diese Bandwurmsätze, die du gerade erwähnt hast, die sind wirklich furchtbar. Also diese Substantivierungsketten, das kommt vielleicht auch noch aus dieser Juso-Zeit von ihm. Die Jusos hatten ja auch immer so eine Neigung zu so Sätzen. Oder weil er Rechtsanwalt ist. Ohne Verb. Rechtsanwalt hat es nicht besser gemacht. Mhm. Vielleicht ist er einfach so. Und ich glaube, also in den Bürgergesprächen, die du, Anna, vorhin erwähnt hast, da ist er ja anders. Also da kann er anders auftreten, ist auch ein bisschen autoritär. Ist auch ein autoritärer Typ, das ist, glaube ich, so. Und aber der kann er kommunizieren, er kann auf die Leute eingehen, er antwortet auch so, dass man es versteht. Also er hat doch einen ganz anderen Satzbau, eine andere Verständlichkeit. Und aber ich habe den Eindruck, dass er diesen Stil noch nicht so gefunden hat. Es gab ja dann diese Versuche, gewissermaßen Ausflüge in die Popkultur. Also mit hier Doppelwumms und Bazooka. Ne? Also you dann, will never walk alone. You never walk alone, genau. Also das war dann, also das war so ein. Das klingt bei Scholz immer wie direkt von Loriot irgendwie. Also das war ein Versuch, eine andere Kommunikationsstrategie zu wählen, nämlich eine, wo sofort alle wissen, was gemeint ist. Das hat er, glaube ich, wieder so ein bisschen fallen lassen, nach meinem Eindruck. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm, das war so 2015 oder 2016, und da hat er mir, das, ich erinnere mich an eine Sache, und zwar haben wir dann über Talkshows, habe ich ihn gefragt, warum er nicht in Talkshows oder selten in Talkshows ist. Und hat er, also das kam wirklich so, da war wirklich fast so eine Verachtung. Er sagt, Talkshows, also er würde natürlich nicht in Talkshows gehen. Und Talkshows, dieses öffentliche Gerede, diese Polarisierung, also da, man hat so richtig gemerkt, wie unangenehm ist schon die Vorstellung von, also da war so ein bisschen Verachtung drin. Ja, und das ist eben dieses, ich glaube, da ist so eine Riesendistanz zu diesem öffentlichen Gerede. Also er ist sozusagen vom Habitus oder so, vom Denken, ist er eher so 19. Jahrhundert-Politiker manchmal. Also jemand, für den ist Politik, wenn man irgendwie im Kabinett sitzt und dann macht man hier so eine Spiegelstrichgeschichte und dann guckt man, was geht und was nicht geht. Und dann geht man raus und macht eine Pressekonferenz und erzählt das. Das ist sozusagen das, wie Scholz das gerne hätte. Das beißt sich natürlich so mit so Anforderungen einer Mediendemokratie. Und da würde ich sagen, können wir mal gucken, was ihm noch so einfällt, wie er dieses Problem in Zukunft bearbeitet. Meine erste Erinnerung an Scholz war übrigens dieses Taz-Cover, wo er ein Interview gegeben hat als Generalsekretär. Und da war irgendwie er, großer Kopf, große Sprechblase und da nichts drinne. Diese Scholz-Somat-Geschichte, ja, das war ja berüchtigt. Können wir nochmal verlinken? Stimmt mein, oder habt ihr auch den Eindruck? Ich habe mein Eindruck von Scholz, ich verfolge ihn als außenpolitischer Redakteur, weiß Gott nicht so genau wie ihr alle. Aber ich habe immer den Eindruck, dass Scholz relativ froh ist, wenn es eine große Idee gibt, die er sich zu eigen machen kann. Manchmal kommt vielleicht der ein oder andere auch von ihm selber, aber in aller Regel habe ich nicht den Eindruck. Dass er dann aber gut ist und sofort alle Energie daran setzt, diese große Idee in ihre verwaltungsmäßig notwendigen Einzelteile zu zerlegen und genau darüber zu sprechen. Ja, das ist auch der Job vom Kanzler. Also der ist ja nicht der Bundespräsident. Der Bundespräsident kann wolkige Reden über alles Mögliche halten und dann kann man dazuhören oder nicht. Aber der Job des Kanzlers ist es irgendwie, aus Ideen irgendwie, die so, wie du gesagt hast, zu formalisieren und da irgendwie Politik draus zu machen. Das ist irgendwie kein... Ne? Man muss denn ja nicht trotzdem über die große Idee reden und nicht darüber, ob man hier 2% und da 2,5% und da noch irgendwie was... Ja, ich glaube, Scholz sieht es völlig anders. Also diese Geschichte mit der Talkshow, das war schon sprechend. Und ich glaube, Scholz ist ganz bestimmt der Ansicht, dass das also nur ein sehr kleiner Teil des Berufs des Politikers oder des Kanzlers darin besteht, irgendwie zünden Reden zu halten. Also das. Nee, und es ist auch, also das weiß ich auch aus persönlichen Begegnungen mit Scholz. Er hat auch nicht das Gefühl, dass man alles erklären muss.
Also er hat ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber Medien, aber und auch gegenüber den Wählern, in dem Sinne, dass er das Gefühl hat, dass die wirklichen Zusammenhänge weder verstanden werden noch auf Interesse stoßen. Also werden die wirklichen Zusammenhänge überhaupt nicht erklärt, sondern das macht er im kleinen Kreis. Und er erklärt sich sozusagen auf großer Bühne nur, wenn das immer wieder gefordert wird. Aber sonst lässt er das erstmal weg. Ich kann jetzt diese Anekdoten noch erzählen, wenn ihr wollt, aber wollt ihr das? Nur zu. Unbedingt. Nur zu. Ja, also da war er noch Finanzminister und da gab es eine große Veranstaltung im Finanzministerium. Da hat er mit Adam Tooze diskutiert. Adam Tooze ist so ein sehr bekannter Wirtschaftshistoriker. Und dann habe ich mich halt da gemeldet, es ging um die Eurokrise und gefragt, ja, und was macht man denn mit Italien? Denn das ist tatsächlich in der Eurokrise und auch in der Eurozone die wichtigste Frage. Ja, und dann kam da auf der Bühne von Scholz gar nichts. Also laber, laber, rababer, da ist er ja großartig drin, auf eine Frage nicht zu antworten. Dann war das die Veranstaltung zu Ende. Dann stand ich beim Buffet zufällig wieder neben Scholz. Das war wirklich reiner Zufall und musste ja jetzt Smalltalk machen. Und dann dachte ich, okay, jetzt frage ich nochmal nach Italien. So, und dann blubberte es aber. Und die Arbeitslosenrückversicherung und was er sich hier vorstellt und da vorstellt, wie man Italien denn da helfen könnte, das waren auch alles interessante Ideen. Sehr technisch, aber sehr interessant. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum er das dann nicht auf der Bühne gesagt hat. Und da war seine Antwort nur, das versteht doch keiner. So, und also, oder anders gesagt, also Scholz versteht sich nicht als Volkspädagoge. Was dann wahrscheinlich aber ein Fehler ist, nicht? Also ich glaube schon, das müsste man, dieser Teil, sich selbst zu erklären, ist wirklich wichtig. Aber ich muss zugeben, dass Scholz manchmal recht hat. Also zum Beispiel bei 2021 im Bundestagswahlkampf hatte er diese zwei Schlagworte, nämlich Mindestlohn und sozialer Wohnungsbau. Und da habe ich, was? Respekt. Ja, Respekt, das hieß dann alles Respekt, genau, das war der Oberbegriff. Da habe ich zu ihm gesagt, das fände ich aber peinlich, dass ein Kanzlerkandidat, der Finanzminister ist, kein Steuerkonzept hat. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich will meinen eigenen Einfluss jetzt auch nicht überhöhen. Jedenfalls hatte Scholz hinterher tatsächlich ein Steuerkonzept. Dann ging noch die Debatte los, ob dieses Steuerkonzept vom Finanzministerium entworfen worden wäre und ob das dann nicht verdeckte Wahlkampffinanzierung ist und so weiter. Aber es gab dieses Steuerkonzept. Fakt ist... Aber du hast es nicht entworfen, so heimlich oder so. Was? Du hast es aber nicht entworfen. So. Ich glaube, das wäre anders ausgefallen. Nein, ich will ja nur sagen, damit wird diese Anekdote jetzt langsam auch ihre Zielgerade erreichen. Es gab dann dieses Steuerkonzept und es hat niemanden interessiert. Also weder die Journalisten noch die Wähler. Keiner hat sich für das SPD-Steuerkonzept vom Finanzminister, künftigen Kanzler interessiert. Und da dachte ich, ja, okay, also musste ich dann einräumen. Scholz hat recht, das war völlig überflüssig, so ein Steuerkonzept zu machen. Will sowieso keine Socke wissen. So, und das ist aber seine Haltung, glaube ich, ganz prinzipiell. Bloß die Leute nicht überfordern, gar nicht erst mit Informationen rausrücken, die sowieso keiner keiner wissen will. So, ne? Da ist er sehr defensiv. Ich weiß, Stefan, zuckst schon, aber ich würde gerne noch mal bei anderen nachfragen, weil du ja mehrmals Scholz auf Reisen begleitet hast. Und da gibt es ja immer diese Hintergrundgespräche, sei es im Flugzeug zwischendurch oder sowas. Und daraus darf man zwar immer nicht direkt berichten, weil es im Hintergrund ist, aber trotzdem kriegst du einen Eindruck. So pflegt er dort auch gegenüber diesen Journalisten wissend, das darf nicht eins zu eins direkt berichtet werden, eine ganz andere Art der Kommunikation, als wir ihn so nach außen kennen? Also eine konfrontivere. Also er macht uns ja immer dafür verantwortlich, dass wir nicht das berichten, was die Leute wirklich wissen wollen. Also wir löchern ihn immer zum Beispiel nach Taurus. Die Leute sehen sich aber nach der Frage, wie kann Frieden in der Ukraine geschaffen werden? Und deshalb findet er diese Bürgergespräche, glaube ich, auch so geil, weil er da erstens keine kritischen Nachfragen bekommt oder kaum kritische Nachfragen, und weil die Leute ihn im Prinzip in dem bestätigen, was er da gerade macht, also zumindest in der Ukraine-Politik. Also die sind sehr, sehr viel aufgeschlossener, als wir das als Journalisten sind. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, er mag auch die Journalisten. Er kennt ja viele mittlerweile von den Reisen. Also Andreas Rinke, das ist der Chefkorrespondent von Reuters, dem gratuliert er zum Geburtstag auf einer Pressekonferenz und so weiter. Also er mag
auch die Runden mit den Journalisten, gerade weil sie ihm widersprechen und weil er sich daran reiben kann. Also es ist nicht so, dass er generell was einzuwenden hätte, wenn gegen kritische Nachfragen. Er möchte dann bloß, er nimmt die als Herausforderung, um zu zeigen, dass er im Recht ist. Aber ich möchte nochmal auf das eingehen, was Ulrike gesagt hatte, dass genauso nehme ich das auch wahr. Dieses, man muss das nicht groß erklären. Aber gerade das ist der Fehler, weil in den Zeiten, wo du eine Partei hast, mittlerweile ja auch zwei, die sogenannte alternative Fakten in die Welt setzen und sagen, das ist richtig und das ist gut, musst du den Leuten sehr genau erklären, wie die Dinge zusammenhängen. Und das hat er eben lange Zeit nicht gemacht. Und das macht es dann der AfD oder auch dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht leicht, das Gegenteil zu behaupten. Das ist richtig. Ich glaube auch, dass ihr da recht habt mit dieser Kritik. Ich möchte aber noch daran erinnern, dass das genau der Vorwurf war, den man Angela Merkel immer gemacht hat, dass sie ihre Politik zu wenig erklärt. Das heißt, das hat einen systemischen Grund. Das ist nicht nur diese Bandwurm-Rhetorik von Scholz, sondern das ist natürlich auch der Versuch, möglichst wenig zu sagen, auf das man festgelegt werden kann. Das ist eben in offenen Mediendemokratien so, dass dadurch der Zwang für politisch Verantwortliche entsteht, nie irgendwie mehr zu sagen, als es unbedingt erforderlich ist. Und daran hält sich Scholz eisern. Das hat aber in der Tat diesen Nachteil, dass er im Grunde genommen, da liegt natürlich auch immer mit Arroganz drin. Ja, die Leute sind zu doof zu verstehen, was ich weiß. Das spüren die Leute, glaube ich, auch. Also vielleicht da noch einen Punkt zu dieser Kälte, die ist vielleicht von, wollen wir darüber noch sprechen? Oder? Ja, wir sind so langsam schon so am Schluss unserer Zeit. Aber Kälte finde ich wichtig. Aber mach mal einen also ich finde, er wirkt eher sehr kühl. Das hat dieses hanseatische, norddeutsche und so ein bisschen und keine Gefühle. Das ist sowas, was man oft hört über ihn. Und ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt. Also ich erinnere mich an eine Szene in Essen, Wahlkampf NRW, wo so Störer da waren, Querfront, wo er so richtig wütend wurde. Also der kann auch richtig, auch in der Öffentlichkeit richtig wütend werden. Er hat sich richtig angeschrien, die da mit Trillerpfeifen standen. Und also das kann er schon. Es gibt eine andere Szene, die habe ich nicht erlebt, sondern gelesen in der Süddeutschen Zeitung, als er in Irpin war, in der Ukraine, wo die Russen russische Kriegsverbrechen begangen wurden. Und da hat er dann, wurde ihm gezeigt, ein Auto, was also durchlöchert war von Maschinen, Pistolensalven und wo eine Familie drin gestorben war. Und er war dann offenbar sehr ergriffen davon. Und dann gerade 10 Minuten später diese Statements. Und dann kommt aber von Scholz dieses übliche Statement, das übliche Bandwurm-Statement irgendwie, dass wir das nicht akzeptieren dürfen und so weiter. Also ohne Connect, ohne Verbindung zu dieser Situation vorher. Also er ist sozusagen ein unglaublich selbstkontrollierter und gegen Gefühle abgeschotteter Politiker. Und ich glaube, und das wäre sozusagen die These, dass ihm das eigentlich schadet. Also eigentlich, wenn es gewissermaßen, sagen wir mal, um Rentenpolitik oder um irgendwas anderes geht, schadet ihm das, weil man nicht versteht, was er sozusagen, also er hat keine emotionale Ansprache. Ich glaube aber, dass es ihm in dieser Frage von Frieden und Krieg eher nützt, weil dieses distanzierte, sehr kontrollierte, da eher vertrauenserweckend wirkt. Also der lässt sich nicht von Gefühlen leiten, der überlegt die Sache strategisch und geht da kühl ran. Das nutzt ihm in dem Fall, in den anderen Sachen schadet es ihm eher. Ich kann auch noch eine Anekdote erzählen, weil er war ja jetzt in Glashütte. Glashütte war ist eine Stadt, wo die AfD und die Freien Sachsen zusammen 40% bei den Kommunalwahlen hatten. Also tief im Erzgebirge. Und dort hat er eine Uhrenfabrik besucht, Nomos Glashütte. Und die Geschäftsführerin dieser Uhrenfabrik erzählte mir, dass die Belegschaft nach dem Besuch von Scholz total beseelt gewesen sei. Weil der sich ja eingeplant war für diesen Besuch, also für dieses Gespräch mit der Belegschaft. Das macht er übrigens immer, dass wenn er irgendwo Unternehmensbesuche macht, dass er dann auch mit der Belegschaft und mit dem Betriebsrat spricht. Irgendwie 15 Minuten und er hat sich mehr als eine halbe Stunde Zeit genommen. Also hat die Zeit deutlich überschritten. Das heißt, er kann das, diese Ansprache, also er kann auch mit Menschen und er versucht es auch zunehmend. Also er hat offenbar genau dieses Defizit auch erkannt und sagt, da muss ich jetzt rein. Ist natürlich irgendwie eine schwere Aufgabe, dann mit 80 Millionen Bürgern zu sprechen.
Gut, es sind ja nicht alle Wählerinnen, aber eigentlich ist es genau das, was passieren muss. Was aber, um noch ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, ja, also das, was du gesagt hast, dass das, was sich die Ampel vorgenommen hat, Ulrike, Mindestlohn und sozialer Wohnungsbau. Mindestlohn wurde eingeführt, sozialer Wohnungsbau ist das große Defizit. Und da hat er zum Beispiel wieder was versprochen, wo er sagt, Stefan, da muss ich dir nochmal widersprechen, er lässt sich auf nichts ein, was er nicht halten kann, wo die Ampel grandios scheitern wird, und zwar sozialer Wohnungsbau. Und man hat gerade gesehen, jetzt in Portugal ist eine sozialistische Regierung abgewählt worden, unter anderem wegen der Wohnungsfrage. Und dass die Ampel es nicht schafft, genügend soziale, bezahlbare Wohnungen zur Verfügung zu stellen und zu bauen, das zeigt wiederum auch ihre Schwäche. Und Scholz ist daran mit schuld, weil er dieses Ziel ausgegeben hat und weil er genau ein Instrument genannt hat, wie man die Wohnungsfrage lösen kann, nämlich bauen. Und das, genau das passiert. Ich fürchte, dass Stefan auch da jetzt wieder widersprechen würde und sagen würde, Scholz macht das eigentlich alles richtig. Aber nee, ich würde auf die Rahmenbedingungen verweisen. Ich möchte trotzdem das gerne jetzt hier abbinden, weil wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Ich würde nur ganz kurz einmal wirklich ein Wort. Wenn ihr sagen würdet, prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass Scholz nach 2025 Kanzler ist. Was glaubt ihr? 30% würde ich sagen. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Ulrike? Ich sage 50%. Hätte ich jetzt auch gesagt, 50-50. Also ich würde mich da auf nichts festlegen. Aber wenn man die Gegenkandidatenlage sich anschaut, dann sind die Chancen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser als 50%. Aber wie gesagt, man soll nichts ausschließen. Ist ja lustig, dass ihr da so optimistisch seid. Das ist erstaunlich nach diesem Podcast. Das war der Bundestalk für diese Woche. Wir danken euch dreien natürlich herzlich fürs Mitdiskutieren. Jansis Edspinat für die Redaktion, Daniel Fromm diese Woche für die Produktion. Wenn ihr diese Folge gut fandet oder überhaupt den Bundestalk gut findet, dann teilt uns gerne auf sozialen Medien, das ist immer gut. Wenn ihr uns Geld geben wollt, dann guckt mal auf taz.de und findet dort das freiwillige Bezahlmodell Taz zahle ich. Und darüber könnt ihr uns Geld geben, das wäre nicht schlecht. Und wenn ihr uns schreiben wollt, Kritik, Anregungen, Lob, keine Beschimpfungen bitte, dann schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Das war's für diesmal, bis nächste Woche. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.